Der liebe Ömer hat voll die spannende Frage, weil er hier das SGB 12 mit reinbringt. Wie sieht es beim SGB 12 Hilfe zur Pflege bei Pflegegrad 3 mit dem Entlastungsbetrag und der Veränderungspflege aus? Steht es einem zu? Also, wenn du einen Pflegegrad hast, ich glaube, das ist das SGB 12, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich bringe die Zahlen immer durcheinander. Der liebe Paul recherchiert mal kurz. Ich muss Genau. auch immer gucken, Aber genau. auf jeden Fall, sobald du einen Pflegegrad hast, steht dir der Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro pro Monat zu, plus die Verhinderungspflege. Und der Nachbarschaftshelfer, der die 125 Euro abrechnen darf, der darf auch die Verhinderungspflege abrechnen, allerdings zu unterschiedlichen Stundenlöhnen. Das, wir sind sozusagen beim Sozialamt, beim SGB 12. Das sind Menschen, die irgendwie nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, Ach so, eingeschränkt okay. sind oder was auch immer. Das kann auch Ja. jetzt eine alleinerziehende Mutter sein, weil sie sich um das Kind sorgt, aber es kann auch jemand, der gesundheitlich eingeschränkt ist. Und da gibt es nochmal so Besonderheiten. Da kann es sein, dass die Pflegeleistung sozusagen durch den Sozialträger erbracht wird. Müsste ich jetzt ausschweifen, ganz kompliziert, kenne mich aber auch nicht so super aus. Und es ist aber so, dass es immer gleich ist. Also das, was wir von der Pflegeversicherung bekommen, von der Krankenversicherung, das ist eins zu eins so beim Sozialamt. Das ist nur, man schreibt dort den Antrag, man kriegt dort das Geld, man muss das mit denen besprechen, wie wollen sie das haben, welche Formulare haben sie. Aber die Beträge, die Sätze sind identisch. Es ist nur ein anderer Geldtopf. Genau. Kenne mich jetzt gar nicht so gut damit aus, wie das dann aussieht, wenn man das vielleicht schon im Voraus dann gezahlt hat, weil man dann irgendwie 200 Euro pro Monat für die Verhinderungspflege dann jemandem gegeben hat und man dann diesen großen Betrag von 2.400 Euro erstattet bekommt. Aber eigentlich ist das dann auch ein Schadensersatz, weil man das ja schon weggegeben hat, das Geld im Vorfeld, sodass es eigentlich auch unangetastet bleiben müsste, oder? Lieber Paul? Behörden sind da immer noch ein bisschen strenger. Die wollen keine Fehler machen, weil sonst der Sachbearbeiter sozusagen Steuergeld rausgegeben hat, was er nicht hätte tun müssen. Da ist man immer sehr, sehr vorsichtig. Deswegen werden sie euch sehr viel erzählen, wie zum Beispiel, ja, schießen Sie das selber von Ihrem eigenen Geld erstmal im Voraus, bringen Sie uns die Rechnung und dann überweisen wir da Ihnen das irgendwann, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Und das ist doof. Da gar nicht mit denen reden, alles schriftlich machen. Ich möchte diesen Betrag im Voraus halten. Und da muss man ein bisschen abwägen. Was ist wirklich am Ende einfacher? Auch für die Person, die die Verhinderungspflege durchführt. Ist es einfacher, dass diese Person vielleicht auch einen Monat wartet und dafür dann ihr Geld kriegt, direkt vom Sozialträger? Oder ist es mir wichtig, dass ich das jetzt mir schon im Voraus hole, und dann weitergebe? Das muss man ein bisschen abwägen, wie viel macht die Behörde mit, wie ist man selber mit der Bürokratie, wie schnell sind die und so weiter. Individuell, aber man hat das Recht dazu. Ihr habt das Recht, wenn ihr nur so wenig Geld habt, eine Vorschussleistung zu bekommen. Man könnte auch sagen, vielleicht, liebe Sozialamt, gib mir mal einmalig ein Darlehen von, ich sag mal, 500 Euro. Das bezahle ich dann über ein Jahr wieder zurück. Aber diese 500 Euro kriege ich jetzt einmalig und dann rotieren wir sozusagen. Also ich gehe jetzt schon einmal in Vorleistung und hole mir das dann immer bei euch wieder. Also man kann da Genau. kreativ sein und so irgendwie gucken. Ja, und dann geht Genau. auch, Aber dann kriegt man sozusagen nur einmalig ein Darlehen, mit dem arbeitet man dann und dann holt man sich das immer zurück, vom Amt. Also da muss man schauen, was willst auch du? Wir können hier immer Lösung sagen. Mir ist es immer sehr wichtig, was passt zu dir, ne? Welcher Weg ist deiner, den du gehen willst? Aber also, um es ganz kurz zu sagen, es steht dir auf jeden Fall zu. Das ändert sich. Also dein Anspruch ändert sich nicht dadurch, ob du jetzt Bürgergeld oder Sozialleistungen oder sogar noch im Berufsleben stehst. Ja, Ändert und sich da keiner gar kann nichts. verlangen von diesem kleinen Taschengeld, ich glaube, jetzt sind es ja 500 Euro, dass du da jetzt irgendwie mit 200 Euro in Vorleistung gehst, weil du deine Pflege irgendwie oder die Verhinderungspflege schon bezahlen sollst und dann 2 Monate vielleicht wartest. Das geht nicht. Das geht langfristig nicht. Du brauchst das Geld für Kleidung, für Essen, für andere Dinge. Sonst gehst du selber unter. Und das auch einfach schreiben. Schreib sonst einfach, wenn ihr etwas nicht wisst, habe ich Sie richtig verstanden, liebes Sozialamt? Ich soll also aus meinem eigenen Geld das Geld nehmen, einsetzen und dadurch dann auf meinen Grundbedarf, auf mein Existenzminimum verzichten. Bestätigen Sie mir das bitte, wenn Sie das so wollen. Weil mein Vorschlag wäre gewesen, dass Sie mir ein Darlehen geben oder dass Sie das jetzt vielleicht vorauszahlen. Irgendwie so.
Alternativ kann man natürlich auch immer eine Abtretungserklärung einfach mit dem Menschen dann vereinbaren, der dann die Veränderungspflege und den Entlastungsbetrag, also die Nachbarschaftshilfe, leistet. Das heißt, da lässt man einfach sich unterschreiben, dass die Leistung erbracht wurde und gibt dann gegenüber dem Sozialamt oder der Pflegekasse eine Abtretungserklärung und in dem Augenblick überweisen die dem Menschen das, der die Leistung erbracht hat. Dann hat man da gar nichts mit zu tun, mit der Schuld und der Zahlungsverpflichtung. Genau, damit macht man es sich besonders einfach. Das ist der sehr elegante Weg. Ja. Schön. Besonders einfach und vor allem, es treten auch keine großen Fragen in dem Augenblick auf, ne? Sondern genau. Es ist irgendwie alles klar und eindeutig und die Leistung ist auch schon erbracht worden, weil das ist ja die größte Sorge der Leistungsträger, dass sie danach für eine Leistung Geld zur Verfügung gestellt haben, die noch nicht erbracht wurde. Und darum ist das ein sehr eleganter Weg. Schön gesagt. Sascha schreibt, wieso unterschiedliche Löhne? Es heißt doch, wenn eine Person anerkannt ist, darf mit 20 Euro abgerechnet werden. Oder ist das falsch? Also ich hatte jetzt bei den unterschiedlichen Löhnen von Veränderungspflege und Nachbarschaftshilfe gesprochen. Du meinst jetzt wahrscheinlich aber qualifizierte Pflegepersonen. Da gibt es auch noch irgendwie eine Möglichkeit, wo dann mit Sicherheit ein höherer Stundenlohn möglich ist. In dem Augenblick, wo ich die unterschiedlichen Löhne erzählt habe, da habe ich halt nur Veränderungspflege und Nachbarschaftshilfe gemeint, weil bei der Nachbarschaftshilfe ist das Ganze halt ein Ehrenamt und nicht also unter dem Mindestlohnniveau abzurechnen. Und in dem Augenblick sind das halt keine 20 Euro, die man da abrechnen darf pro Stunde. Genau, alles richtig. Es kommt nochmal aufs Bundesland an. Bei uns in Niedersachsen sind es 80%. Das kommt so um die 10 Euro die Stunde. Das ist eine Aufwandsentschädigung, sowas in der Richtung. Es ist auch bis zu 3.000 Euro steuerfrei, egal ob Jobcenter oder was auch immer oder Rente. Da wird nichts angerechnet. Das ist auch eine schöne Nebentätigkeit. Und bei der Verhinderungspflege, da bleibt es zwar am Ende, das wäre vielleicht nochmal ein Thema, weil das eine der meistgestelltesten Fragen ist, Verhinderungspflege, wie wird das versteuert? Da kann man aber mit 20 Euro abrechnen, weil da oft mehr Einsatz ist, eine andere Form der Tätigkeit, wobei die dann am Ende auch irgendwie steuerfrei bleibt. So, also das funktioniert. Ich kann euch sagen, was funktioniert, macht es nach und seid glücklich. Warum das jetzt im Detail so ist, da gibt es so ganz komplizierte Sachen. Warum ist zum Beispiel Kindergeld, also wenn man eine alleinerziehende Frau ist, die bekommt weniger monatlich für ihr Kind vom Staat als das Mindeste von einem Ehepartner oder dem Vater. Also der Mindestbetrag des Ehemanns, den er zahlen muss, ist höher als der Mindestbetrag vom Staat. Für die gleiche Sache. Es sind so Feinheiten, da können wir uns irgendwann anders mal mit beschäftigen oder so. Aber zuerst rechne ab und sei glücklich. Hier links und rechts von mir findest du zwei weitere Videos von über 100 Videos, die der Sozialrat Deutschland e.V. insgesamt schon rausgebracht hat. Du findest mit Sicherheit mega den Mehrwert auch in diesen Videos. Schau mal vorbei.